Er bittet Gott, ja, und das Meer hört auf zu beben. Die Frage, das Problem ist nur, Gott schläft nicht. Warum mussten die ihm erst Bescheid sagen? Wenn Gott schlafen würde, dann wäre das ganze Weltall kaputt. Würde alles zusammenbrechen. Dann, Gott speist nicht. Jesus, laut Bibel, hat einmal Hunger. Und jeder muss selber fragen, ist das mein Gott? Hat einmal Hunger und sieht ein laut Bibel. Und wir sagen, wie gesagt, als Muslime, dass wir glauben, dass die Bibel, die wir heute haben, nicht das authentische Wort von Gott wiedergibt, sondern dass da Fehler mit hineingekommen sind. Ich gebe ein Beispiel. Esra 2, Nehemia 7. Dieselbe Geschichte wird erzählt mit 18 Widersprüchen. Kann man einem gerne vorlegen, kann er gerne widerlegen heute, kein Problem. Hier. Dann, er sieht den Feigenbaum und läuft zu dem Feigenbaum und dann sieht er den Feigenbaum und sind keine Feigen. Erst mal, wenn er Gott wäre, das alle wissen, dann müsste er vorher wissen, dass der Feigenbaum keine Feigen hat. Oder? Nicht lachen, weil vielleicht fühlt sich ein Christ sonst beleidigt. Dann verflucht er den Baum, weil er wütend wird auf den Feigenbaum, verflucht ihn, du sollst ewig keine Frucht bringen. Der Baum fällt in sich zusammen. Das ist eine seltsame Geschichte. Und dann, was sagen die Jünger dann zu ihm? Die Jünger sagen dann zu ihm, ja Herr, das ist doch gar keine Saison für Feigen. Also er wusste noch nicht mal, dass die Saison für Feigen ist. Angeblich. Und uns fällt es sehr schwer zu glauben, dass dies eine authentische Stelle in der Bibel ist, weil wenn Jesus, selbst wenn Jesus ein Prophet ist, sieht er hier sehr, scheint es irgendwie ein bisschen, na, ich will nichts dazu sagen. Matthäus 26, Vers 39. Jesus fällt mit seinem Angesicht zu Boden und betet zu Gott oder zu sich selber und sagt, lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber wenn Jesus Gott wäre, dann wäre ja sein Wille zwangsläufig der Wille des Vaters und das Gebet hätte keinen Sinn. Matthäus 27, Vers 46. Als Jesus angeblich am Kreuze gestorben ist, wir glauben nicht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, als Muslime, soll er gerufen haben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ruft Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ruft Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann, wenn man einen christlichen Missionar auf der Straße fragt, wie bekomme ich das ewige Leben, dann wird er zu einem sagen, du musst daran glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Gott kam als Mensch Jesus auf die Welt, ist für deine Sünden gestorben. Das heißt, wenn ich Jesus fragen würde zu der Zeit, der ist ja der, mir am besten die Frage beantworten kann, oder? Es kommt jemand zu ihm, Markus 10, Vers 18, sagt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jetzt stell dir die Frage, ob Gott diese Antwort gibt. Gott, jetzt sagt Jesus, warum nennst du mich gut? Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. Du kennst doch die Gebote. Sollte stehen, lügen und so weiter. Zählt die Gebote auf. Warum sagt er nicht, du hast schon richtig erfasst, ich bin Gott, ich bin gut und glaube einfach, dass ich für deine Sünden gestorben bin, lass mich meinen Tod taufen und ich habe für deine Sünden bezahlt. Warum sagt er das nicht? Warum sagt er zu ihm, nenn mich nicht gut, nenn Gott gut? Dann, wir haben eben schon gefragt, ist Gott allwissend? Ja. Lügt Gott? Nein. Er wird nach dem jüngsten Tag gefragt. Jesus sagt, ich weiß nicht, wann der jüngste Tag ist. Nur Gott weiß, wann der jüngste Tag ist. Hey, was ist hier los, mein Freund? Hey, was ist los, mein Freund? Schlag ein. Salam alaikum. Sag mal, Masha'Allah. Damit er kein Auge kriegt hier. Alles okay, mein Freund? War der gut? Ja. Okay. Hey, geh mal runter von der Bühne. Sonst stiehlst du mir die Show, Mann. Ja.
Okay. Eine Frage. Ist Gott abhängig oder unabhängig? Wer sagt, dass Gott unabhängig ist? Wer sagt, Gott ist abhängig? Jesus sagt in der Bibel, Johannes 5, Vers 30, von mir selber aus kann ich nichts tun. Das ist nicht Gott. Dann, Johannes 14, 28, laut Trinitätslehre sind alle göttlichen Personen gleichmächtig, gleichweise, gleich ewig. In Johannes 14, 28 sagt Jesus, der Vater ist größer als ich. Thema wieder erledigt. Dann, zehnte Sache, Johannes 17, Vers 3, dort sagt er, dies bedeutet ewiges Leben, dass die fortgesetzte Erkenntnis in dich aufnehmen über dich, den einen wahren Gott, und über den, den du ausgesandt hast. Das heißt, er macht einen ganz klaren Unterschied, weist darauf hin, dass Gott der wahre Gott ist und dass er ein Gesandter Gottes ist, so wie die Muslime es sagen. Elftens, Matthäus 20, Vers 20 und 23. Dort sagt Jesus, wird gefragt, ja, nach dem Platz neben Gott. Was sagt er? Wenn er Gott wäre, könnte er sagen, ja, ihr könnt neben mir den Platz auf dem Thron einnehmen. Was sagt er? Den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe ich nicht ich zu vergeben, sondern Gott. Also er sagt ganz eindeutig, dass er nicht Gott ist. Dann, 20 Vers 17. Er sagt, eine Frage, hat Gott einen Gott? Wer einen Gott hat, ist nicht Gott. Gott hat keinen Gott. Gott ist Gott, oder? In Johannes 20, Vers 17 sagt Jesus, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wieder Thema erledigt. Dann, Johannes 14, Vers 24. Das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern von wem? Sagt am Ende, das ist das Wort, was mir offenbart wird, von Gott. Wenn er Gott wäre, wäre das aber auch sein Wort. Oder? Ganz klarer Fall. Ich denke, das müsste normalerweise, für mich ist die Sache ganz klar. Ich weiß nicht, ob jemand eine andere Meinung hat. Wenn jemand hier ist, leider die Leute, mit denen wir die Debatte führen wollten, sind heute nicht gekommen. Vielleicht können sich einige vorstellen, warum die nicht gekommen sind. Beim nächsten Mal laden wir in Schade den Papst ein. Aber wenn jemand denkt, dass er die Punkte widerlegen kann, wir geben ihm gerne nach dieser Stunde eine Zeit, eine halbe Stunde auf die Bühne zu kommen und seine Punkte darzulegen. Aber ansonsten sollte sich jeder fragen, wenn er Christ ist, wenn er diese Punkte heute gehört hat, bitte Brüder, es dauert noch etwas, wenn er diese Punkte heute gehört hat, er soll sein Herz fragen und soll die Stellen fragen hier und soll zurück nach Hause gehen, die Bibel lesen. Kann Gott wirklich von dir verlangen, daran zu glauben, dass Jesus Gott ist und er sendet dieses Buch hinab mit Dutzenden von Stellen, Hunderten von Stellen im Alten Testament, die ganz eindeutig zeigen, dass Jesus nicht Gott ist, wenn es bei dieser Frage um Hölle und Paradies geht? Kann er, Gott will für dich das Gute. Und deswegen sage ich zu dir, komme zum Koran. Der Koran ist im Jahre 600 von Allah als die letzte Botschaft gekommen, um diese Lehre zu verwerfen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Sure 5, Vers 17, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Diejenigen haben den wahren Glauben verworfen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Frage dich, wenn ich die Bibel, wenn ich dir den Koran vorlese, und dort steht, Allah, ليس